Ja, meinst du es an? Das ist auch an. Okay. Hält uns das Ding beide? Das Ding hält uns beide. Ah! Okay. Hilfe! Der Kamera ist jetzt bestimmt viel leichter drauf. So. Bist du bereit? Ja, ich habe ein bisschen Angst hier. Das war deine Idee. Selber schuld. Das war meine Idee. Das rede ich schnell. Das Ende naht. Hey Leute, hier sind Benny und Larissa von Aquaporist. Hi, eurem Online-Shop für natürliche Aquaristik. Und gerade sitzen wir hier etwas hoch. Ich habe ein bisschen Angst. Von da unten hast du gerade noch gesagt, das ist gar nicht so hoch. Nein, von unten sieht es auch nicht so hoch aus. Also, wie ihr seht, hat sich etwas getan in letzter Zeit. Wir sitzen in der Scheune und wir sind auch nicht dazu gekommen, zwischenzeitlich noch ein Update zu machen. Denn eigentlich wollten wir schon ein Update machen. Das hatten wir angekündigt, nachdem der Beton gegossen war. Nein, nachdem die Armierung lag. Das haben wir gemacht. Nachdem die Armierung lag, haben wir gesagt, wir wollten ein Update machen. Genau, nachdem der Beton gegossen war, das meintest du. Ja. Genau. Mhm. Ja. Das haben wir nicht geschafft, weil, warum eigentlich? Wir so viel zu tun hatten. Weil wir so viel zu tun hatten. Das ist der wahre Grund, ja. Nein. Weil das erst nicht so richtig voranging hier mit den Platten. Und als wir dann gesagt haben, jetzt fangen wir an, da war irgendwie schon angefangen, bevor wir das Video gemacht haben. Ja. Also es lief erstmal so, das, was wir letztes Mal schon angekündigt hatten, der Termin für den Beton stand, hat alles gut funktioniert. Die Helfer, die uns mit der Armierung schon geholfen haben, haben uns nochmal geholfen. Vielen Dank dafür. Ja, danke sehr. Ohne euch hätten wir es nicht geschafft. Nee, das auf jeden Fall. Das hat also wirklich gut geklappt. Ja. Wie viel hatten wir da? 4 Betonmischer? 4. Unten noch, der letzte Rest wurde ja nicht wurde gemacht. Abgesagt. Ne? Genau, also ich glaube, den 4. haben wir auch nicht gebraucht. Also doch, ganz leer. Doch, ganz den haben wir komplett gebraucht. Ja, das passte ganz genau. Gut. Ja, genau. Also das hat gut funktioniert. Wie viel passt in einen Betonmischer rein? 8 Kubikmeter. Also 4 mal 8? 8, 32. Gut gerechnet. 32 Kubikmeter? Beton. Ja, ja, doch. Liegen da unten jetzt drin? Ja. Seht ihr wahrscheinlich nicht, aber wir blenden es euch ein. Ist eine ganze Menge, ja. Also es war, hat mich schon gewundert. Ich habe nicht so richtig viel tun können, außer Beton in die richtige Richtung leiten und irgendwelche Rohre hin und her tragen. Ja, mit diesem, wie nennt man denn, so ein Brett, was man da vorstellt. Ja, wenn eigentlich ist das so ein Abziehbrett, aber das haben wir dann davor gestellt, um das genau, halt in die richtige Richtung zu leiten. Genau, dass der Beton dann erstmal in die eine Richtung fließt, wobei es unter dem Gitter natürlich schwierig ist, weil man das dann nicht so kontrollieren kann, dass das unter dem Gitter trotzdem herfließt, aber dass man dann halt erst die eine Ecke und die andere Ecke. Nachdem der erste Betonmischer da war, muss ich ja zugeben, hätte ich ja nicht gedacht, dass wir die Scheune hier überhaupt voll kriegen, weil das so, also es halt einfach wortwörtlich versackt. Und man dachte sich so, ja, als ob wir das hier jetzt jemals so hochkriegen, dass die ganze Armierung weg ist und so. Doch, aber hat gut funktioniert. Das stimmt, ja. Erstaunlicherweise. Hatten wir, wie gesagt, glücklicherweise ausgebildete Helfer dabei, die dann auch das Gerät hatten, hier nochmal mit so einem, was ist das, Ultraschallschüttler oder so. Ja, so ein großer Vibrator sozusagen. Ja, genau. Wird überall was reingehalten. Sich halt ganz schnell bewegt. Um dann die Luftblasen rauszukriegen und eine möglichst gleichmäßige Verteilung zu gewährleisten. Ja. Am Ende haben die es auch schön abgepatscht. Um es halt gerade mit so einem Abzieher da möglichst gerade Oberfläche hinzukriegen. Das hätten wir auch nie im Leben so hingekriegt. Also das hat sehr gut funktioniert. Auch wenn man danach die Oberfläche gesehen hat, sah top aus. Dann mussten wir erstmal, also die haben uns gesagt, theoretisch könnte man am nächsten, vielleicht nach 2 Tagen, auf jeden Fall drauf. Wir waren dann doch etwas vorsichtiger, haben noch ein paar mehr Tage gewartet. Mhm. Man hat das auch so gesehen. Einen Monat. Nee, so lange nicht. Aber wir draufgegangen sind, nicht. Wir haben schon eine Woche gewartet, weil es sah immer noch so feucht aus. Ja. Es war aber in Wirklichkeit so eine Mischung aus, ja, ich denke mal, Trennmittel und irgendwie Schlacke, was auch immer da oben drauf schwamm. Mhm. Das hat sich halt auf der Oberfläche abgesetzt. Und da waren manche Stellen noch so dunkel, ne? Dunkel und die anderen Stellen waren so glänzend. Also es sah so aus, als wäre es jetzt noch komplett feucht. Mhm. Wir haben dann zwar mal mit dem Finger so reingedrückt und gemerkt, okay, es ist irgendwie. Der Witz ist, man konnte auch diese oberflächliche Schicht, die ist dann relativ schnell so abgebröselt. Also man hat quasi wirklich was kaputt machen können, in Anführungszeichen. Dementsprechend habe ich etwas länger gewartet, als wahrscheinlich nötig wäre. Ja. Die haben uns aber von Anfang an gesagt, bis so eine komplette Bodenplatte komplett durchgetrocknet ist, das dauert sehr, sehr lange, ist aber nicht notwendig, weil eben die Stabilität, Härte, wie auch immer, schon viel früher gegeben ist, dass man eben drauf kann, dass man auch was drauf bauen kann und so weiter. Ja. Wir haben das natürlich etwas. Wir wollten auch nochmal sicher gehen, haben deswegen länger austrocknen lassen, ist ja klar. Genau, nur deswegen. Nur deswegen. Und nur deswegen konnten wir auch kein Update machen, weil in der Zeit wollten wir es ja nicht betreten und belasten. Schade.
Genau, nee. Das hat sich also relativ lang gezogen, wo wir uns überlegt haben und gefragt haben, was machen wir jetzt? Müssen wir jetzt erst den Boden schleifen? Müssen wir jetzt erst die Wände stellen? Das macht natürlich dann, also für uns haben wir dann gesagt, es macht viel mehr Sinn, erst die Wände zu stellen, weil, naja, wenn wir jetzt den Boden schleifen und danach ziehen wir hier irgendwelche Platten oder hier irgendwelche Gerüstteile, Regalteile durch die Gegend, dann kommen halt nochmal ein paar Macken da rein. Das lässt sich ja gar nicht vermeiden. Dann haben wir gesagt, okay, das lassen wir. Ja, wir stellen erst die Wände. Da habe ich ein bisschen länger nachgeguckt. Auch überhaupt hier der ganze Aufbau. Ihr seht ja hier Regal. Ja, das da habe ich noch versprochen in einem Community-Beitrag, dass wir erklären, da habe ich ja gezeigt, dass wir das Hochregal da abgeholt haben, wofür das denn ist. Weil es ist ja jetzt vielleicht nicht so ganz ersichtlich. Jetzt, ne? Jetzt seht ihr es. Ich habe sehr lange danach gesucht. Also erstmal überhaupt mich gefragt, okay, wir haben hier eine Deckenhöhe, hatten wir von über 6 Metern. Das ganze freien Raum zu lassen, haben wir ja schon gesagt, wie jetzt bei uns im wie jetzt bei uns im Laden, so viel freie Luft macht irgendwie keinen Sinn. Also wofür braucht man das, wofür beheizt man das und so weiter. Irgendwann kommt man auch, wenn man die Aquarien bis unter die Decke stapelt, mit solchen Leitern nicht mehr vernünftig und sicher da dran, um mal abzusaugen oder eine Garnele rauszufangen. Das ist ja schon irgendwie doof, genau. Ja, richtig. Da habe ich mich dann schon damit befasst, wie macht man das jetzt am schlausten. Also die Wände zu stellen, eben unsere Sandwichplatten, ist noch eine eigene Story, gehe ich gleich nochmal drauf ein, ist das eine. Aber das Ganze dann so zu verankern und dann eben auch, wie soll ich sagen, zugänglich zu machen, ist eben das andere. Da bin ich dann recht schnell darauf gekommen, es gibt solche Lagerbühnen oder Lagerebenen. Im Prinzip, als würde man eine mobile zweite Ebene irgendwo reinbauen, wo man dann halt drunter her noch kann, deswegen Lager-Ding. Laber. Ja, ich laber hier die ganze Zeit. Eigentlich ist es dafür da, dass man unten drunter noch mit einem Gabelstapler anfangen kann. Gut, wir fahren jetzt hier nicht mit dem Gabelstapler durch, da wird nachher kein Platz für sein. Aber entsprechendes Gewicht muss es trotzdem tragen. Problem war, wir brauchen halt eine entsprechende Raumhöhe unten drunter, damit wir unsere Aquarienregale, unsere jetzigen Aquarienregale, da vernünftig reinkriegen. Und obendrauf wollten wir noch ein bisschen mehr als jetzt Deckenhöhe haben, damit man eben genau ganz entspannt da oben auch an der obersten Regalreihe noch gut dran rumhantieren kann, ohne dass du irgendwie der Kopf voller Spinnweben ist. So steht. Genau, das war uns relativ wichtig, haben wir gesagt, okay, dann machen wir das Ganze ein bisschen höher, haben uns jetzt für 3,30 Meter entschieden, also vielleicht dazu aktuell die Deckenhöhe, da wo die zweite Ebene bei uns im Laden drüber ist, ist 2,95 Meter. Und dann sagt, gut, 30 Zentimeter drauf, dann haben wir eben so ungefähr mehr Platz, um da handhaben zu können. Und dann eben irgendwas Krummes, macht ja auch keinen Sinn, aber sagt, komm, machen wir glatt. 3,30 Meter, da sind wir auf der sicheren Seite. Und 3,30 Meter gibt es jetzt diese Lagerebenen wieder nicht. Ach so, okay. Lagerbühnen gibt es meistens mit entweder 2,40 Meter, 2,60 Meter und 3 Meter ganz selten, aber 3,30 Meter keine Chance. Also das ist dann diese Gabelstapler drunter Herfahrhöhe. Genau, das ist üblich, dass man eben diese Höhe hat. Hm. Das ist dann ja auch noch die Frage, ob man jetzt Oberkante, Unterkante hat, weil so wie hier sind dann natürlich, hier sieht man das ja, solche Träger. Die haben einen gewissen Aufbau, stimmt. Und meistens nehmen die dann natürlich hier oben das, und für uns ist ja das unten drunter wichtiger. Also das hätten wir niemals hingekriegt. Dann habe ich einige Leute gefunden, die sich aus solchen Paletten, Hochregalen sowas selbst gebaut haben. Und da hatte ich sowieso schon mal nachgeschaut. Zum einen, weil es ein paar Aquarianer gibt, die auch in solchen Palettenregalen die Aquarien drin haben. Mhm. Genau. Müssen natürlich dann entsprechend große Becken sein. Ja, warum? Das ist jetzt ein Meter tief. Badewannen. Nee, einen Meter. Also wir könnten unsere 200 Liter Becken, die sind ja einen Meter. Könnten wir auch querstellen jetzt. Genau, könnten wir jetzt quasi so andersrum hier reinstellen. Mhm. Finde ich jetzt ein bisschen schwierig mit dem Handling. Also dann muss man nur von zwei schmalen Seiten gucken, dass es schön aussieht, nicht von der langen. Ja, dann haben wir auf einer Seite noch die eingeklebten Filter. Das heißt, wir können nur noch von einer Seite reingucken. Ist stimmt. Viel besser. Ja. Und man kommt halt selbst mit langem Arm recht schlecht da hinten dran. Das kommt für mich also so jetzt erstmal nicht in Frage. Zumindest nicht bei den Zuchtbecken. Vielleicht, wenn man mal Einzelbecken hat, oben für... Nein. Wer weiß, vielleicht irgendwann mal. Aber so jedenfalls nicht für regulär. Nichtsdestotrotz ist das natürlich eine super Möglichkeit, hier Ebenen reinzukriegen, weil die Dinger haben super Traglast. Ich glaube, hier jetzt ein Fach hat 3,5 Tonnen oder so. Ja, ich glaube, du wiegst ja 3,5 Tonnen. Nee, nur 3,2. Also für mich ziehen wir eine halbe Tonne ab, aber du wiegst auch keine 3 Tonnen. Glück gehabt. Nee, 2,9, sonst wäre es jetzt überlastet. Ja, genau. Ich glaube, das hält auch diese Platte, wo wir drauf sitzen, nicht aus. Aber ich habe ein bisschen Helium geschluckt eben. Das ist leichter. Warum hörst du dich denn so normal an?
Weil ich sonst immer so rede. Das wird sein. Naja, jedenfalls habe ich lange nach solchen Lagerregalen geguckt. Gibt es regelmäßig auch auf Kleinanzeigen gebraucht, weil neu sind die ziemlich teuer. Und wir brauchen ja auch drin, ne? Entsprechend groß. Also das waren ja hier mal 12 Meter Länge. Jetzt mit Dämmung und so ist ein bisschen weniger. Also 11,70 Meter habe ich nachgesucht. Genau passend findet man das natürlich nicht, aber naja. Und Höhe dann, wie viel waren es? 6 Meter, ne? Genau, ich habe nach 6 Metern erstmal geguckt. Dann ist uns, nachdem ich schon was gefunden hatte, aufgefallen, dass da noch Balken drunter sind. Uns, ja, hier uns. Und ich konnte das zum Glück rechtzeitig noch sagen, schneidet ein bisschen mehr ab. Also es sind jetzt nur 5,50 Meter geworden. Genau, habe ich nachgesucht, nichts Passendes gefunden. Also schon, aber immer entweder viel zu groß oder viel zu klein. Ich dachte, gut, das macht keinen Sinn. Und habe glücklicherweise hier ganz in der Nähe, in Werther, eine Firma gefunden, die meistens im großen Stil irgendwelche, ich nehme mal an, insolventen Lagerhäuser oder sowas, oder komplett renovierer, Abreißlagerhäuser, wie auch immer, jedenfalls riesige Hochregale kaufen die ein und ja, verkaufen die dann entweder in Teilen oder in Einzelregalen oder so wie ich das jetzt bin, dass jemand herkommt und sagt, die und die Länge hätte ich gerne, das sind meine Anforderungen und bitte schneidet mir die mal zurecht. Ja. Der sagte auch, das ist kein Problem, diese Regale hier waren eigentlich 8,50 Meter oder irgendwie so hoch. Ja, jetzt 5,50 Meter, könnt ihr euch überlegen, bleibt ein bisschen was über. Da kann irgendein anderer noch ein wunderschönes Lagerregal draus bauen und ich habe hier eben was, was für mich passt. Dann gibt es noch, muss man darauf achten, diese Traversenlänge, also quasi von einem Ständer bis zum anderen, wie viel Platz ist da. Üblicherweise sind das 2,70 Meter, glaube ich. Bei uns sind es jetzt mehr, ne? Bei uns sind es 3,60 Meter. Die gibt es auch noch in 5 Meter, aber hatten sie gerade nicht da. Das wäre aber auch wieder unpraktisch gewesen, weil jetzt ist es eigentlich genau so, dass die Füße, also wir haben jetzt an den Wänden jeweils einen Fuß und mittendrin noch zwei. Ja. Und da ja die Scheune diese Balken hatte, die so schräg hochgehen, mussten wir, wir sagen jetzt immer Zähne dazu, ja. Erinnert mich jetzt wieder an die Uni Bielefeld, ne? Da gab es auch immer Zähne, egal. Ja. Wir sollten das jetzt Z-Zahn und nein, U und W und so nennen. Ja, dass das jetzt passt, dass die eigentlich diese Mitteldinger genau da sind, wo immer jeweils einer von den beiden Zähnen sind. Ja. Das heißt, also wenn wir es jetzt mit den 5 Metern genommen hätten, wäre es wahrscheinlich mittendrin irgendwo gewesen. Das stimmt, ja. Ob das jetzt so viel praktischer wäre? Wahrscheinlich schon, aber so haben wir natürlich erstens höhere Stabilität, weil natürlich je länger die Traversen, desto weniger Tragkraft. Und wir wissen ja schon, dass wir beide 3 Tonnen wiegen, deswegen wäre das ja sonst nicht möglich gewesen. Ja. Genau, also Spaß beiseite, ist es sowieso absolut überdimensioniert. Wir wollen hier nicht bis unter die Decke die Aquarien stapeln. Aber also vielleicht mal einmal sagen, wofür sind solche Regale? Das sind Hochregallager, für Paletten gemacht sind. Ja, also wo eigentlich auch irgendwelche krassen, schweren Waren drauf sind oder sowas. Genau, also egal wie, sei es jetzt bei Amazon in so einem Lager oder bei irgendwelchen... Hier bei Ikea dieses... wir wollen natürlich keine Namen nennen. Warum? Ist egal. Wenn überall. Die da das hochgestapelt haben und unten aus den Fächern kann man es sich herausnehmen, die haben dann auch solche Dinger, ne? Egal welche Lager, überall da, wo Paletten benutzt werden, kann man dann hier gemütlich mit der, der Ameise reinfahren, Gabelstapler. Oder es gibt ja auch welche bis zu 20 Meter hoch, da sind das dann Roboter, die das dann eben die Palette rein, raus und dann tippt man unten ein. Ich hätte gern aus Fach, keine Ahnung, steht hier noch irgendwas dran? Häufig, also an den 119-23-1. Genau, zum Beispiel, häufig sind dann da auch Barcodes dran. Also wir hatten hier an jeder von diesen Traversen ganz lustige. Unten auch. Die waren halt vorher gebraucht. Dementsprechend war da in so einem typischen Warenwirtschaftssystem solche Barcodes dran, dass die Leute dann wussten, was ist wo. Wird dann irgendwo eingegeben im großen System. Und teilweise waren hier da unten dieses rote doch auch noch Markierungen, wie breit die Paletten sind. Genau, wo die Stellplätze sind. Die stellt man dann praktisch genau einfach vorne und hinten stehen die dann nur auf diese Traversen drauf. Ne? Ja. Genau. Ja, also die halten dann auf jeden Fall, wenn wir hier noch eine zweite Ebene einziehen. Die kommt jetzt auch nicht auf die Höhe, sondern auf die hier, ne? Jetzt hast du gespoilert. Was denn? So weit war ich noch nicht. Achso, Entschuldigung. Aber die würden dann auch, wenn wir da einen Aufbau drauf machen, wenn wir da drauf rumlaufen, oder wenn wir halt unsere, Warenlagersachen da reintun, also die dann nicht unten beim Verpacken sind, sondern unsere Lagersachen eben halten oder auch... Selbst wenn man nachher hier oben Aquarien reinstellen würde. Also ich glaube, wenn man jetzt so ein Aquarium, weiß ich nicht, wie der für Maße haben müsste, dass das so ist wie eine Europalette mit Belastungen. Ne? Also wenn die das aushalten mit, keine Ahnung, Steinen oder bei Ikea irgendwelche fetten Möbel oder sowas, die da wirklich ja alle flach drauf gestapelt sind,
ja. Dann wird er wohl auch ein paar Aquarien aushalten. Also durchgängig müsste man halt gucken. Ich meine, man kann ja die Literzahl ausrechnen und auch dann mit Steinen und so weiter. Aber ich kann nochmal nachgucken. Ich meine, es wären über 3 Tonnen pro Fach. Habe ich ja eben gesagt, irgendwie 3,5 Tonnen pro Fach. Was heißt jetzt Fach? Ja, hier ein so ein, zwei Traversen von einem zum anderen sind ein Fach. Also hier 3 Tonnen, da 3 Tonnen und so weiter. Ja, okay. Und das, ja, werden wir nicht ausreizen, ist auch für uns vollkommen irrelevant. Wichtig war eben, dass wir was haben, was man wirklich konstruktiv nutzen kann, um die Wände da zu halten. Also sowohl die Rückwand hier quasi, als auch dann die oberen Deckenelemente und so weiter, sind quasi fest installiert jetzt mit dem Regal hier. Ja, oder liegen da drauf auf? Natürlich nicht fest installiert, das ist alles mobil, denn wir haben ja hier diese zweite Ebene, die du gerade schon angesprochen hast. Ja. Die bauen wir quasi nicht als klassische zweite Ebene ein, denn wir bauen ja hier eine freie Halle in der Halle. Das heißt, das Ganze ist jetzt im baurechtlichen Sinne quasi kein eigener Bau, sondern wir haben das Ding nur von innen gedämmt und hier ein paar Regale reingestellt. Und natürlich kann man die Regale in dem Fall dann begehen. Ist dann auch so geplant, dass wir halt hier oben drauf das Ganze einmal dicht macht und dann natürlich so ausführt, dass man das auch begehbar hat. Ja, also wir praktisch einen Boden, wo man normal drauf laufen kann mit an der Seite Sicherung, dass man da auch nicht runterplumpst. Ne? Kein begehbarer Kleiderschrank, sondern ein begehbares Lager für uns halt eben. Ja, ich gehe mal kurz ins Lager. Ja, genau. Das steht noch an. Aber ihr seht, wir haben dieses Regal gefunden und es war auch gar nicht so leicht, das dann hierhin zu transportieren. Danke an meinen Vater an dieser Stelle. Wir haben uns nämlich einen Anhänger geliehen mit 5 Meter Länge und sind dann dort nach Werther gefahren und durch die gesperrte Bielefelder Sträßchen durchgefahren. Mit teilweise 5 Zentimeter Platz links und rechts. Ja, das war schon ein Highlight. Ja. Ja, und das Ausladen und Aufbauen hier ging dann relativ einfach. Ja, das haben wir dann zu zweit gemacht, ne? Weil die Helfer da gerade nicht da waren. Genau. Die hatten Mittagspause. Aber zum Glück waren die Dinger jetzt nicht, also ich hätte sie jetzt nicht von hier 300 Meter, was weiß ich, wohin schleppen wollen, aber einmal vom Hänger runter und dann 2 Meter rüber auf die Palette, das ging. Also dafür, dass man sagt, Schwerlastregal wiegen die halt wirklich nicht viel. Ja, das die sind hier, auch wohl hier, ne? Bitte? Die Dinger sind innen drin wohl. Das sind, glaube ich, 2 oder 3 Millimeter Blech und also Stahl. Ja, ein Wunder, dass das überhaupt, also dass das so viel hält. Das finde ich immer faszinierend. Das trägt eine ganze Menge. Ja. Genau, das war das. War dann allerdings trotzdem noch falsch abgelenkt. Das war quasi, die hatten irgendwie 10 cm Puffer oder so auf der obersten Strebe. Die haben wir dann nochmal abgeschnitten. Sonst hätte obendrauf, also obendrauf liegen jetzt die Sandwich-Platten als Dämmung. Ja. Und es musste dann von ganz oben von diesen Trägern hier, von den Traversen, das ist halt, wenn das die Traverse ist, ist so die Halterung da dran. Und wenn natürlich hier oben die Platte drauf liegen muss, musste das Stück hier oben so abgeschnitten werden, dass hier auch die Platte drauf passt. Ja. Ist aber kein Problem, weil diese Teile haben wie viel Halterung? 1, 2, 3, 4, 5, glaube ich, oder sowas. Und als sie es abgeschnitten haben, ist, glaube ich, eine von diesen Haken, die da so reingehen, ist einer verloren gegangen. Ja. Also die halten trotzdem noch genug. Ja, die halten wunderbar. Es ging, glaube ich, auch eher um diese Querverstrebung, dass da oben drüber halt Luft ist. Und wir haben es jetzt so abgeschnitten, dass da drüber keine Luft ist und fertig ist. Ja, also genau, also das passte, auch alle Querverstrebungen in den Ständern sind noch da, alles wunderbar. Und dann lag es aber erstmal auf dem Hof. Denn wir mussten ja diese ganzen Sandwichplatten hier rein. Sandwichplatten, hatte ich ja eben schon gesagt, war eine längere Geschichte. Also ich habe ja im November vorletztes Jahr hier alles berechnet, mir auch angeguckt, welche Baustoffe wie teuer sind, wo ich die herkriege und so weiter. Da war eine deutsche Firma, die solche Sandwichplatten auch gebraucht, teilweise aus eben Isolier, was ist das, Kühlhallen oder sowas. Die abgebaut waren oder wie? Ja, genau. Mhm. Oder B-Ware, was auch immer. Verschiedene Sachen. Gab es alles in passender Größe und so weiter. War auch gar nicht teuer. Irgendwie so 25 Euro pro Quadratmeter habe ich da gerechnet. Und ja, was soll ich sagen? Gab es nicht mehr, nachdem dann große Energiekrise, Dämmstoffkrise, wie auch immer, Ressourcenmangel. Da habe ich dann leichte Panik gekriegt, war ja so im März dann letztes Jahr. Mhm. Hab dann gesucht und gemacht und getan und viel nicht gefunden. Mit vielen Leuten gesprochen, also die in Deutschland hatten mir dann angeboten, ja, wir haben das nicht in ausreichender Menge, wir können dann stückeln mit Dachplatten, die haben dann so Trapezprofile und so. Hab ich gesagt, nee, das macht keinen Sinn, lässt sich nicht vernünftig verarbeiten, das ist irgendwie doof. Gut, hab dann nach langem Hin und Her auch mal tatsächlich in China angefragt, wo die auch günstig hergestellt werden und dann die Frachtkosten waren irgendwie 20.000 Euro einen Container. Ja, gut, das macht gar keinen Sinn. Teurer als, gut. Aber schlussendlich habe ich dann einen Hersteller in Polen gefunden. Hab dann gesagt, so, hier eine Lastwagenladung. Im Endeffekt war es dann ein bisschen mehr. Anderthalb Nee, nicht anderthalb. Es war eine Lastwagenladung und noch
ein Paket und zwei Platten oder so. Also es war wirklich, naja, der andere Lastwagenfahrer hat mir etwas leid getan. Aber gut. Da kam das nächste Problem. Die konnten das nicht abladen. Also die haben nur ganz normale 40 Tonner oder was das ist, ohne Kran oder so. Oder, oder Stapler. Ja, das heißt... Zum Selbstabladen. Wir sind auch ein bisschen abgelegen, muss man dazu sagen. Jetzt nicht die bestausgebauteste Straße hier. Wir haben aber hier ein angrenzendes Unternehmen. Netterweise haben die Logistiker gesagt, ja, wir können euch da helfen. Ich hatte da gefragt und ja, wir können da mit einer Gabelstapler hinfahren, euch ausräumen, helfen. Und das haben die super gemacht. Ja. An der Stelle nochmal vielen Dank, denn ja, danke sehr. Ja, auch wir haben nicht den perfekt geraden Hof und das war, das ist ja keine Outdoor irgendwie Offroad Gabelstapler. Das könnte schon man nochmal erfinden. Kleiner, der Offroad Gabelstapler. Gibt es, nennt sich Radlader. So, jedenfalls war das dann ein bisschen knifflig, hat aber am Ende funktioniert. Alles lag hier auf dem Hof und ja, es war dann, die haben lange gesagt, wir wissen nicht, wie lange das Ganze hergestellt wird. Ich habe es März, April irgendwie bestellt. Es kam, ich meine, irgendwie Mitte, Ende August letztes Jahr. Das heißt, es liegt jetzt hier ziemlich genau ein Jahr lag es hier auf dem Hof und es wird jetzt echt auch Zeit, dass das Ganze verarbeitet wird, denn diese Verpackung hat jetzt angefangen, sich aufzulösen. Hier, wenn mal Wind war oder so, dann löst sich das. Durch die Sonneneinstrahlung und so, es hat sich alles abgewickelt. Ist ja auch nicht dafür gemacht, das stand zwar drauf, das kann ruhig mal ein paar Monate in der Ecke liegen, aber gut, jetzt ein Jahr ist dann schon ist paar Monate. Ein bisschen mehr als, genau. Also es passte jetzt zeittechnisch, ich hatte dann geguckt, erst haben wir gedacht, können wir selber verarbeiten, aber ich habe dann noch Helfer gesucht, die sich mit der Verarbeitung von Sandwichplatten auskennen und glücklicherweise hier ganz in der Nähe auch ein paar gefunden, die dann, danke nochmal an der Stelle, bereit waren, uns hier zu helfen. Ja. Und ach, du hast zu den Maßen noch gar nichts gesagt von den Platten. Zu den Maßen, ja, das komme ich dann bei der Verarbeitung noch mit dazu. Ja, gut. Denn die haben wir hier reingetan, jetzt kommt das Maß. Hatte ich ja bei dem Regal schon gesagt, dass wir diese Höhe brauchten. Mhm. Also habe ich mir auch direkt ab Werk quasi die 3,30 Meter Platten zuschneiden lassen für hier einmal rundherum. Ja, für die Zähne sozusagen. Ne? Genau. Also diese Mittelteile, da waren ja diese Balken, die so schräg hochgehen. Und dann, das Dach kann ja dann nur bis dahin praktisch die Höhe genutzt werden, dann haben wir so eine gerade Decke und dann praktisch in der Mitte, wo wir jetzt hier sind, weiter nach oben, ist halt so eine, also so eine Ausbuchtung. Ne? Genau. Ja. Das also einmal rundherum und dann weiß ich gar nicht mehr so genau, was ich mir noch gedacht hatte. Jedenfalls passt es dann relativ genau, dass wir von den 3,30 Meter Platten dann auch noch die Decke, also die Decke an den niedrigeren Bereich komplett abgedeckt kriegen. Also das passte ziemlich genau. Mhm. Und ja, das ist im Prinzip dafür. Und dann hatte ich noch 6 Meter Maß, eben für die 6 Meter Höhe. Ja, gut, dass jetzt etwas weniger war. Hinter euch und da hinter uns. Also es passte in dem Fall sogar hinter die Balken noch gerade hoch. Ja. Und ich hatte mir dann noch gedacht, von wegen hier 12 Meter Länge, dass man die da längs drauf legt. Wie man dann so plant. Ich habe so geplant, wie man am besten da... wie man am plattensparendsten genau, das macht. Genau, wie man am besten rein, also möglichst effizient das Ganze da reingelegt kriegt. Ja. Nicht bedacht, wie man das aber praktisch, in Konstruktion hier, möglichst fest dann auch dort reinbekommt. Ja, und natürlich macht es natürlich viel mehr Sinn, die so hier hinzulegen auf das Regal, wie so Planken, als wenn man sie so hinlegt und die Mitte dann noch irgendwie wieder abstützen muss. Da hätte ich dann noch zusätzliche Profile gebraucht und das wäre alles doof gewesen. Insofern habe ich dann auch den Helfern gesagt, ihr könnt hier gerne irgendwelche Vorschläge machen. Ich habe mir das zwar irgendwie so grob überlegt, aber so im Detail sieht man es ja erst vor Ort. Solange genug Material da ist, von dem kritischen, sage ich jetzt mal, also von diesen Platten, da kommt man eben nicht so schnell wieder ran. Mhm. Aber ja, wenn man noch irgendwie einen Sack Schrauben braucht oder so, okay. Wie sagt man so schön, ist sicher ausgegangen. Ja, genau. Das passte relativ gut. Ich glaube, so eine Handvoll von den langen Platten sind übergeblieben. Ja. Also die langen Platten mussten dann eben für die Decke hier geschnitten werden und die Abschnitte passten mehr oder weniger an gut die Seitenwand, an den Seiten dran, genau. Ja. Und ja, dementsprechend haben wir das Ganze dann hier jetzt komplett ausgebaut mit den Sandwichplatten. Ihr seht, es sieht jetzt schon so richtig nach einer Halle aus. Fehlen noch so ein bisschen die Abschlüsse, das ist noch so ein bisschen offen. Und dazu kommt noch... Wortwörtlich ist es noch ein bisschen offen. Ja, ist noch ein bisschen offen. Dann braucht man natürlich irgendwie so einen Eingang, also haben wir eine Tür eingebaut. Da muss man auch erstmal überlegen, wie breit muss das Ganze wirklich sein. Auch ein Kostenfaktor. Ja, wir hatten erst gedacht, man nimmt eine Doppelflügeltür, die man halt dann, also eine Seite normal aufmacht und die andere aufmachen kann mit so einem Hebel, falls man mal irgendwas Breites reinbringen muss. Aber das Problem dabei ist ja auch immer Dämmfaktor. Ja. Weil die Tür oder generell Fenster sind ja eigentlich immer die Schwachstellen sozusagen, die nicht so gut gedämmt sind. Also was hatten die Platten für einen Dämmwert dazu gesagt? 0,02. Ja, und so eine Tür hat jetzt 1,2? U-Wert.
Oder 0,9? Nee, 1,2, 1,7? Ja, irgendwie um 1 rum. Ja, also auf jeden Fall deutlich mehr, egal wie man guckt. Ja. Und dann hatten wir halt überlegt, eine doppelte, wäre aber auch wieder ein Preisfaktor gewesen, wo wir dann auch gesagt haben, okay, eine Palette kriegt man auch durch eine, also die ist ja nicht 1 Meter breit. Die ist ja 80 ungefähr breit. Genau, die kriegt man dann auch durch 1 Meter Tür, weil das muss man auch immer bedenken, eine Tür mit 1 Meter hat natürlich nicht 1 Meter Öffnung, wo man durch kann, sondern dann nur 96, 98. 97, 98, weil da ist ja dann noch, wenn man es öffnet, das Scharnier und so. Ne? Und wenn man das als 1 Meter Tür kauft, dann ist da meistens noch der Rahmen inklusive. Das heißt, da ist die Tür dann meistens nur 90, also 87. Also in dem Fall haben wir 1,10 Meter Tür, dann ist doch der Rahmen drum und dann... Genau, also haben wir jetzt eine Öffnung von 97, 98. So, ja, genau. Und dann haben wir gesagt, das reicht. Ja. Und dämmfaktormäßig waren die auch besser, als wenn man solche Hallentüren oder was haben sonst Hallen? Solche Tore teilweise, ja, klar, die haben halt überhaupt keine Dämmung. Aber da werden wir uns noch was anderes, oder haben wir selbst noch eine Idee, könnt ihr euch überraschen lassen. Das kommt aber erst ganz am Ende, wenn alles fertig ist. Dann können wir da noch über unsere Zusatzdämmung Gedanken machen. Ach so, ja. Aber dann haben wir noch... Wir haben ja noch einen doppelten Boden sozusagen. Ein Fenster eingebaut. Das ist natürlich notwendig als Brandschutz. Ach so. Dass man also, wenn es brennt, wie hier unsere, wie hast du schon gesagt, unsere 3 Tonnen rausschaffen kann, muss das nämlich ein gewisses Maß haben. Entweder natürlich eine Tür oder ein Fenster, was mindestens 1,20 Meter hoch und 90 breit ist. Ich hoffe, erzähle ich jetzt nichts Falsches, aber ich meine, so war's. Das haben wir eben hier. Sollte auch möglichst gegenüber, also wenn es jetzt direkt neben der Tür ist, glaube ich, wird es nicht gelten, ne? Das muss ja ein zweiter Fluchtweg sozusagen sein. Ja, es sollte schon woanders irgendwie sein, genau. Ja, das... Auch da wieder herzlichen Dank an jemanden, der auch Fischfreund quasi, der arbeitet zufälligerweise in einem Betrieb, die Türen herstellen, verbauen, wie auch immer. Und auch er sagte dann irgendwann, ja, falls du mal was brauchst, wir haben hier irgendwo, glaube nicht von dem Betrieb selbst, sondern irgendwo ausgebaut, aber halt gut in gutem Zustand, Fenster, die man noch gut verwenden kann und auch eigentlich ziemlich hochwertig sind. Und in dem Fall war mir das dann auch relativ egal, solange das eben die passenden Maße hat. Ja. Genau. Und haben dann zusätzlich noch, das war ganz witzig, hier oben hatten wir dann, dass der Helfer irgendwann mal sagte, wir können das doch jetzt nicht einfach zumachen, da ist doch so viel Platz, weil ihr könnt euch ja vorstellen, dieses dreieckige Dach, wo man was Viereckiges reinbaut, da sind ja diese... Wollen wir das mal zeigen? Ja, hier quasi reingebaut, ne? Also hier unsere Halle. Und dieses, ungefähr hier sitzen wir. Dieses hier ist ja dann noch frei. So, und wenn wir das jetzt hier zubauen, dann ist ja dieses Stück hier verloren. Ja. Und auf der anderen Seite auch. Und er sagt, das kann man doch jetzt nicht einfach zumachen, das ist doch so schön, da hätten wir doch viel besser unter den Pfannen dämmen können. Und ich sage, nee, lieber nicht, das sind uralte Pfannen. Wenn da mal eine Pfanne wegfliegt oder so, dann will ich da direkt rankommen oder auch mal sehen, wenn da irgendwas undicht ist. Ja. Aber auch genau für sowas, um das kontrollieren zu können und um da, wie er sagte, ja, das ist so schöne Lagerfläche, um da mal eben hinzukommen. Und ich da ein paar Fenster geschenkt bekommen habe, haben wir da auch Fenster eingebaut. Jetzt auch von wegen Dämmung wieder, die werden wir wahrscheinlich auch einfach mit Dämmung von außen nochmal bekleben. Das muss dann ja auch nicht wunderschön aussehen, das sieht ja keiner, ist ja auch hier oben irgendwo im Regal. Muss noch gar nichts aussehen, man kann rausgucken sowieso nicht viel, weil ist halt dunkel da. Ist, durch die Dachwannen kommen so ein bisschen Sonnenstrahlen. Man kann quasi unter das Dach gucken und das war's, also ist jetzt keine schöne Aussicht. Aber wenn man jetzt mal, ich sag mal zusätzliche, wenn wir jetzt anfangen irgendwie Laub zu lagern oder so, das ist dann schön durchlüftet da. Ja, das stimmt. Und, oder Styroporkartons. Ja, sowas, das ist, könnte man da... gut lagern. Ja. Und muss man auch nicht ständig hin. Also quasi Fenster im Regal, das können wir euch zubauen. Wenn man da alle 6 Monate mal hin muss, dann... So wie in diesen ganzen Filmen, wenn man so einen Schrank aufmacht und dann gibt es in dem Schrank noch irgendwo... Noch einen Schrank, wir machen so unser Regal, schieben so einen Karton zur Seite und ist so ein Fenster, was irgendwo hinführt. Ja, so ungefähr. Und genau, das haben wir dann geplant und auch jetzt hier eingebaut. Ist eingeschäumt, aber noch nicht eingesetzt. Also das Fenster an sich, Tür auch genauso. Also ja. Das kommt noch. Reicht aber auch erstmal. Und ja, soweit ist der aktuelle Stand. Vielleicht wollen wir noch einen kleinen Ausblick geben, was noch so ansteht. Oder? Ja, wir wollen noch einen kleinen Ausblick geben, was okay, noch so ansteht. Gut. Also es steht natürlich noch einiges an. Ihr seht schon, so ein paar Sachen sind noch offen. Hier diese Stirnseiten von diesen Zähnen müssen wir noch zumachen, wo halt dahinter das Fachwerk versteckt ist. Und das war auch so ein kleines Problemchen, denn ich hatte auch da wieder nicht berechnet, wie hoch diese 3,30 Meter wirklich sind. Das ist quasi nur so ein Stützbalken. Das ist so unberechenbar, die ändern sich ständig. Ja, und wenn man der das Boden so, ist auch höher gekommen, als du das geplant hattest. Ne? Das ist auch richtig. Man kann ihn ja auch in Schutz nehmen. Denn da sind noch so Balken drüber. Entweder habe ich die nicht gemessen oder was weiß ich, was mich da geritten hat. Irgendwann sagte Larissa, komm, wir messen nochmal nach, bevor wir das Regal hier... Naja, ihr habt es ja wahrscheinlich eben schon gehört. Ja. Genau, jedenfalls war es da mit dem
Balken, dass jetzt so ein kleines bisschen aus der Sandwichplatte raus muss, also wirklich nicht viel, vielleicht 20 cm, mussten wir quasi Dämmung rausschneiden. Ja. Also von innen sieht es jetzt ganz normal aus, aber dahinter ist halt in der Ecke nur Blech, Dämmung also nicht vorhanden. Das müssen wir quasi von innen machen und wir werden dann wahrscheinlich auch so einen kompletten Dämmkeil quasi in die Ecke machen müssen, weil ja, dahinter halt Balken sind und das nicht so gut voreinander sich setzen ließ. So. Ja, weil eigentlich müsste ja die Dämmung, dass sie vernünftig ist, wenn das dick ist, so versetzt voreinander sein, dass die Ecke wirklich auch ja. mit beiden Dämmdingern gemacht ist und nicht nur so. Immer noch rein physikalisch. Ja, das ist, ist ja immer so, ne? Ja. Auch in Wohnungen und sowas ist ja häufig an der Außenwand in der Ecke, dass da ja. die Wärmebrücke, wie man so schön sagt, ist. Gut, Wärmebrücke braucht uns hier eigentlich nicht zu interessieren, weil was ist das Schlimme bei einer Wärmebrücke? Ja, klar, man Kondenswasser. Kondenswasser, das ist der, ja. der Hauptpunkt. Deswegen kommt nämlich dann auch der Schimmel, wenn normalerweise eine ja. tapezierte Wand immer feucht ist und der Schimmelpilz ja. auf der Tapete. Deswegen haben wir hier beschichtete Sandwichplatten. Ja. Wenn da irgendwo Feuchtigkeit ist, dann läuft es halt an der Wand runter und so what? Ist halt doof, wenn dann darunter irgendwelche Kartons oder sowas stehen, ja. die halt, also irgendwas Wasserempfindliches sollte dann nicht sein. Ne? Genau, aber das werden wir dann merken. Ja. Wichtig ist halt eben, klar, natürlich kann uns irgendwo, wenn wir jetzt hier auch so, so einen Deckenansatz oder so, der halt nicht komplett aufeinander liegt, auch das müssen wir noch tun, also so ausschäumen oder irgendwie auch teilweise mit Silikon abspritzen und dann werden wir überall so Winkelprofile, Eckprofile überall hier. Überall, wo man irgendwelche auch Ecken damit sieht. Damit es gut aussieht, weil teilweise sind hier ja. schon so ein bisschen Wellen genau. drin. Ne? Also das kommt da überall hin. Aber auch ja. da, kurz nochmal, Wärmebrücke wird überall da mehr oder weniger sein. Kommt drauf an, wo das halt ist, aber kann man sich vorstellen. Ja, aber das ist ja dieser U-Wert, sagt ja immer quasi Wärmedurchleitung pro Quadratmeter. Also wenn ich da so einen kleinen Streifen habe, das ist ja, sagen wir mal, 1 Zentimeter hoch und 4 Meter lang. Wenn man alles zusammennimmt, halt, haben wir vielleicht 1 Quadratmeter. Ja, das ist halt super wenig, was dann da wirklich an Wärmebrücke ist. Und das ja. fällt dann bei uns im Verhältnis zu aktuell sowieso nicht, aber auch dann später quasi wird das nicht so wirklich ins Gewicht fallen. Schimmel haben wir ja extra so gebaut, dass uns das hier quasi egal sein kann, wenn irgendwo Wasser die Wand runterläuft. Genau, ich hoffe natürlich trotzdem, dass wir es großmöglich vermeiden können. Deswegen ja. auch noch ja, Punkt, Profile übersetzen, hier das zumachen, abdichten, Dämmkeile und so weiter. Was noch ansteht, wichtiger, großer Punkt ist der Boden. Ein grundlegendes ja, Problem. Ein grundlegendes Problem. Auch da wieder, ja, wir werden das natürlich nochmal ausführlich zeigen. Ich habe da in den letzten Tagen mit einigen Leuten telefoniert. Jetzt Bodenbeschichtung, Bodenbearbeitung. Ich habe da noch eine andere Lösung, die es wahrscheinlich wird, weil es mir einfach zu teuer war und zu aufwendig. Die ursprüngliche Idee funktioniert vermutlich nicht. Genau. Also würde schon funktionieren, aber zu teuer. Werden wir nochmal extra besprechen, weil das wirklich ja, ein Thema für sich ist, den vernünftigen Boden. Das Video ist ja jetzt auch schon lange genug. Das, genau, jedenfalls, das steht noch an. Ja. Dann ja, die Rinne, Türen ne? und so einsetzen. Rinne, jetzt hast du schon wieder gespoilert. Von dem letzten Video haben wir ja gesagt, was machen wir mit dem Abwasser? Jetzt hat Larissa es schon gesagt, wir wollen da eine Rinne reinbauen. Ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht, denn man konnte ja auf der Armierung quasi sehen, dass wir solche Platzhalter dort... XPS-Platten-Dinger haben wir da. Das Gleiche, ja, genau. Ja. Haben wir da festgebunden und direkt dann quasi beim Einbetonieren, ne, Platzhalter, hat man da jetzt quasi so ein Loch, so eine Rinne. Also so die, eine Rinne im Beton drin, genau, in dem Boden. Also wir müssen direkt. Das jetzt noch alles da rauspopeln. Mhm. Und dann ist das auch absolut uneben, weil, naja, wir haben es halt an der Armierung festgebunden. Dementsprechend. Die Armierung war auch, je nachdem, wenn dann da 3, 4 Schichten übereinander waren, war natürlich ein Hügel drin, ja. im Vergleich zu nur einer Schicht. Ne? Also auch da wieder glatt machen, abdichten und so weiter. Geht dann ja. drauf. Die haben wir übrigens schon, haben wir schon besorgt. Die Gitter? Ach ja, stimmt, die liegen schon da drin. Die liegen drin im Stall, ja, genau. Mhm, hast recht. Und der große Vorteil, hatten wir ja letztes Mal kurz angerissen, naja, ich mag es nicht so gerne, die Rohre im Beton zu verlegen, weil wir haben ab und zu schon mal, dass irgendwas verstopft ist oder so. Ja, da wenn kommt man beim dann halt Absaugen nicht ran. Zu viel Moos mit wegsaugt. Zum Beispiel. Das so. Ist dann irgendwie blöd. Ja. Wenn es halt im Beton ist, da kommt man schlecht ran. Dann, nächster Punkt, ja, legt man es einfach oben drauf. Kann man machen, unterm Regal. Dann. Aber so quer stolpert man halt drüber. Ist oder man auch muss immer blöd. Drüber steigen, so wie jetzt hier ja, im Laden auch. Das ne? ist also auch irgendwie doof. Ja. Und trotzdem will man ja zum einen den Bodenablauf haben, zum anderen eben die komplette Verbindung von der einen Seite bis zur anderen Seite. Also dass man einmal die komplette Breitseite quasi abgedeckt hat, ohne die Rohre überall rumliegen zu haben. Ja. Und da war die Lösung jetzt quasi so eine Rinne. Dass das direkt eingegossen wird, hatte ich ursprünglich gar nicht geplant. Das war derjenige, der hier uns bei der Auslegung von der Bodenplatte geholfen hat, hat gesagt, ja, mach das doch einfach so viel einfacher, als das, ja. was ich mir überlegt hatte, nämlich vorher schon direkt eine Rinne zu kaufen und dort einzulegen. Aber gut, umso besser. Das steht also auch noch an, das fertig zu machen, ein komplettes Abwassersystem. Und dann, ja, im Prinzip
können dann die Aquarien rein. Und währenddessen, mehr oder weniger, muss natürlich auch noch Elektro- und Wasserverrohrung. Also Zuwasser und Abwasser. Ne? Das ist ja, ja jetzt an den aktuellen Aquarienregalen dran. Ja. Das heißt, wenn wir damit umziehen, also wahrscheinlich immer so Reihe für Reihe, muss man das dann damit halt abbauen und hier dann wieder zu sehen, dass man es halbwegs identisch wieder aufgebaut bekommt. Ne? Ja, und klar, Elektro muss man einmal professionell abnehmen lassen. Also klar, die einzelnen Regalreihen werde ich natürlich verkabeln, aber hier einen eigenen Sicherungskasten wäre schon ganz sinnvoll, damit man eben nicht gleich zum nächsten Anschlusspunkt laufen muss, sondern hier, ja, wenn hier irgendwas passiert, schalten und walten fliegt kann. Direkt hier drin die Sicherung raus. Genau, ja. Das wird so sein. Hm. Das muss halt irgendein Elektriker machen, der sich damit auskennt und das Ganze quasi abnehmen kann. Was dann noch dazu kommt, hatten wir jetzt noch gar nicht gesagt, ist auch da... Man natürlich eine Ebene, dass man hier vernünftig langlaufen kann und nicht hier so rumbalancieren muss und Angst haben muss, man fällt runter. Ja, und auch wenn dann hier die Aquarien drunter sind, dann... Es sollte auch nicht alles runterrieseln, das stimmt wohl, wenn man hier oben mal... Fällt einem irgendwas runter, zack, blub. Wäre schlecht, ja, genau. Also das kommt hier eine komplette Ebene quasi rein, dass man da oben dann auch rumlaufen kann. Und damit einhergehend... Muss man natürlich ja auch. Um da hochzukommen, ne? Genau, also man will ja nicht auf so einer kleinen Leiter da irgendwie hoch. Und wir sind ja auch nicht gerade so vom Dach. Nee, aber auch hier irgendwie Styroporkartons oder Zubehörkartons hoch zu balancieren ist halt doof. Deswegen brauchen wir eine vernünftige Treppe. Auch da wieder ein glücklicher Zufall. Ja. Ich muss nachher mal zählen, wie viele Leute hier involviert sind. Also wir kennen jemanden, der jemanden kennt, der irgendwelche Sachen übrig hat. Nee, in dem Fall nicht. Da bin ich letztes Jahr mit jemandem auf dem Hof rumgefahren. Und der sagte, oh, hier liegt so eine Bautreppe, also Stahltreppe, ständig im Weg. Ich räume die immer von A nach B. Die müssten wir auch mal irgendwie verschwinden lassen. Und ja, das fiel mir jetzt wieder ein. Den habe ich dann mal kontaktiert. Und der sagte mir dann, ja, wir müssen mal gucken, ob das mit Maßen und so alles passt. Da bin ich jetzt auch in naher Zukunft. Mal gucken, ob das passt. Da würde ich mich natürlich sehr freuen. Da würden wir dann so 1.000-2.000 Euro sparen, je nachdem, wie halt solche Treppen hier gelagert sind. Das wäre schon ganz nett, wenn ich das da, wenn das passen würde, wir das hier einbauen können. Und das wäre natürlich auch, dann würden wir dem ja mega Gefallen tun, wenn er nicht immer da mit rumrangieren muss. Und auch wieder Nachhaltigkeit, ne? Wenn wir hier alles schön gebraucht verwenden, dann schont das natürlich die Umwelt. Das schont die Umwelt und den Geldbeutel. So ungefähr. Sind das immer diese Werbeslogans? Rein nachhaltig, ja genau. Also das ist, Nein, aber bei manchen Sachen macht es auch überhaupt keinen Sinn, so wie bei dem Hochregal hier oder auch bei irgendwelchen Fenstern oder sowas. Warum sollte man die nicht gebraucht benutzen, wenn sie noch voll funktionsfähig sind? Vielleicht mal ein oder zwei Kratzer haben, ganz ehrlich. Wie schnell macht man selber mal irgendeinen Kratzer rein? Ob hier jetzt ein Aufkleber drauf ist oder nicht, das ist uns ja sowas von egal. Das können wir ja auch nachher abziehen oder überkleben oder was weiß ich nicht. Oder da lassen. Ja. Selbst benutzen die QR-Codes. Ja, müssen wir sie noch ein bisschen abwenden. Wobei das Coole ist ja, hier waren ja auch manche mit Magneten dran fest. Ne? Die ganzen Dinger, ist ja alles magnetisch, auch die ganzen Wände. Ja. Also da können wir noch nachher ganz viele Sachen per Magnet überall dran auch bringen. Irgendwelche Haken oder irgendwelche Aufbewahrungsdinger können wir alle schön magnetisch an die Wände machen, genau. Ja. Ansonsten, wo waren wir stehen geblieben? Irgendwelche Kleinarbeiten hatten wir, glaube ich, jetzt größtenteils durch. Das Einzige, was noch ist, was nicht so wirklich wichtig ist, muss man dazu sagen, sind die Tore. Von außen sieht man halt jetzt die Sandwichplatten. Früher oder später wollen wir die einmal zumauern. Das ist nicht dringend, aber ist auch wieder so ein Fall, dass ich hier so ein paar Steine geschenkt bekommen habe. So schöne, großformatige, wo ich sage, oh, das macht Sinn. Die habe ich dann geholt und liegen da jetzt im Weg rum. Und da ist halt wieder die Frage, räume ich die jetzt von A nach B oder vermauere ich die dann irgendwann einfach mal, dass sie aus dem Weg kommen? Gerade nicht ganz so dringend ist, aber wenn man jetzt wartet wieder mit den Sachen, so gebrauchte Sachen, kann man ja auch nicht sagen, ich gucke, wenn ich sie brauche. Genau, ich muss. Sondern man muss immer die Augen offen halten und sie notfalls dann sich selber noch ein bisschen hinlegen. Weil wenn man es braucht, haben sie es bestimmt nicht gerade genau das. Ne? Genau, das ist ja häufig. Also auch Schrauben und Nieten und was weiß ich, Holz haben wir ja eigentlich jetzt schon jahrelang uns zusammengesammelt. Sei es eben auf, sei es zu verschenken, aber häufig auch irgendwie Flohmärkte oder wir haben so ein, was ist das, Entrümpelungsmensch, der auch so einen Secondhand-Verkauf sozusagen hat. Ja, irgendwie so. Wo ich dann auch gerne mal nach Werkzeugen oder so Materialien, Schrauben und sonst was gucke, weil das halt einfach super teuer ist, wenn man sich regulär einkauft. Ja, genau. Ansonsten, wenn ihr noch irgendwie was habt, wo ihr sagt, das könnt ihr bestimmt gut gebrauchen, schreibt uns gerne in die Kommentare, auch wenn ihr sagt, oh, ihr habt da irgendwas total übersehen, achtet da nochmal drauf oder was weiß ich, Verbesserungsmöglichkeiten, gerne in die Kommentare, da freuen wir uns, das schauen wir uns auf jeden Fall an. Genau.
Und sonst, wenn ihr den nächsten Teil, der wird ja wahrscheinlich zum Boden sein, ja, nicht verpassen wollt, könnt ihr auch gerne den Kanal abonnieren. Ja, oder nochmal in die Playlist schauen. Ja. Falls ihr jetzt denkt, wovon haben die eigentlich die letzten 40 Minuten, nein, ich weiß nicht, wie lange das Video nachher sein wird, geredet. Also wir haben ja da schon mehrere Teile davor gehabt und auch gesagt, warum wir überhaupt umziehen wollen, ja, was die Beweggründe sind, und wie unser perfekter Aquarienraum aussieht. Das habe ich mir auch selbst jetzt vor kurzem nochmal angeschaut, ja, um zu gucken, wie sah es überhaupt vorher aus, was haben wir überhaupt gemacht. Das ist ja für einen selbst auch ganz, ganz angenehm zu und sehen, was hier passiert ist. Befriedigend, wenn man dann sieht, ja, ach, wir haben doch schon ein bisschen was geschafft und ja, das man ist halt, nicht nur auf der Stelle. Es fragen ja dann auch viele, wie weit seid ihr und so weiter. Das hätte jetzt hier ein Hallenbauer innerhalb von 2-3 Wochen das ganze Ding hingebaut, ohne Probleme. Ja, wir sind keine Hallenbauer. Wir machen es halt nebenher und an dieser Stelle nochmal danke an alle Helfer, ja, denn natürlich haben wir da auch dann immer gewartet. Ich warte lieber 3 Wochen auf einen Helfer, der Ahnung hat, der Experte in dem Bereich ist, ja, als dass ich es selber mache, 3 Wochen früher fertig bin und es dann nachher alles auseinanderfällt. Also das, das, ja, das bringt dann nichts, macht dann keinen Sinn, genau. Ja, gut. Ansonsten? Dann? Haben wir noch was? Nö. Falls doch, sagen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ich würde sagen, genau, bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüssi. Wie oft haben wir uns jetzt schon verabschiedet? Oft. Ja, das kannst du ja dann da oben auf der GoPro nachgucken, falls dann mittlerweile der Akku leer ist. Ja, tschüssi. Ist ja eigentlich auch egal, ne? Da kannst du die ganzen alten Sachen kannst du da einblenden, die wir da besser gesagt haben. Also kann ich jetzt hier runterklettern.